Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. Wir befinden uns in unserem Zuhause von den letzten 7 Monaten. Aber wir kommen ja wieder! Müde, aber voller Vorfreude kommen wir in London an. Heute geht es weiter. Wir haben alles gepackt. Und wir freuen uns auf San Lucia! Wir sind bereit für das San Lucia Karibik-Abenteuer. Flüssig geschwommen. Aber das Zeit ist wahrscheinlich schon gestartet. So, wir sind angekommen. Die Jacken, die hängen schon am Rucksack. Das erste Mal schwitzen wir wieder, weil wir jetzt 1 Kilometer oder noch weiter laufen müssen bis zur Halle. San Lucia ist eine Inselstadt in der östlichen Karibik mit einigen spektakulären Bergen an der Westküste. Es hat viele Vulkanstrände, Rifftauchstellen, Luxusresorte und Fischerdörfer. Die Wege im Landesinneren führen durch den Regenwald und die Durchschnittstemperatur ist 30 Grad. Das bedeutet für uns einen Temperaturunterschied von mehr als 40 Grad. Die Badehose anziehen, die Tür schließen und ab zum Strand. Mit dem Meerrauschen im Hintergrund zu essen ist himmlisch. Und den Sonnenuntergang genießen. Ja, oft muss ich das alleine machen. Da ich bei der Arbeit bin. Ich hatte letztes Jahr schon 1 Monat hier gearbeitet. Und dieses Mal ist auch Pede mit dabei. Das Ziel meiner Arbeit ist es, das Frühstücksbuffet, die Desserts und die Brote zu optimieren und so die Mitarbeiter der Abteilung weiterzubilden. Zudem lerne ich auch traditionelle San Lucia-Produkte von Ihnen kennen. In dieser Zeit liege ich nicht nur auf der fahlen Haut. Ein bisschen weiter auf dem schönen, der nicht so schönen Weg zum Hotel. Dafür hat er schön Steigung. Am Tikai-Strand ist es am Morgen wunderschön ruhig. Geht wieder eine Welle fahren. Heute nehme ich einen Tag frei und wir fahren mit dem Schiff nach Castries.
Castries ist die Hauptstadt von San Lucia und die riesigen Kreuzfahrtschiffe machen hier einen Zwischenstopp. Der Markt ist definitiv ein Besuch wert. Hier ist was los. Es leuchtet in allen Farben und irgendein passendes Souvenir findet man ganz sicher. Wir laufen ein wenig weiter zur Kirche. Die Kirche und das Marktgebäude wurden zur gleichen Zeit von der damaligen französischen Kolonialmacht gebaut. Und eigentlich sollte die Kirche das Marktgebäude werden und umgekehrt. Doch die Baupläne wurden verwechselt. Nun hat es vor der Kirche keine Stufen und dafür vor dem Marktgebäude. Diese farbigen Häuser stammen noch aus der Kolonialzeit. Auf dem Früchtemarkt gibt es auch viele exotische Sorten, die wir zuvor noch nie gesehen haben. Und unser Stadtrundgang endet wieder beim Hafen. Wir fahren zurück zum Tikai, aber nicht auf dem direkten Weg. Marigo Bay ist auch ein beliebter Ort zum Luxusurlaub machen. Kein Wunder, es ist auch sehr schön hier. Zurück im Tikai machen wir das, was wir immer wieder gerne machen. Mit selbstgepflückten Süßkartoffeln. Zu verarbeiteten Chips. Ich habe an einem Tag im Tikai-Garten mitgeholfen und Produkte direkt vom eigenen Garten sind sehr cool. Regionaler geht es nicht. Bis jetzt haben wir euch nur die Welt oberhalb des Wassers gezeigt. Doch die Unterwasserwelt darf man auf keinen Fall verpassen. Deshalb nichts wie los! Den Sonnenuntergang am Strand zu genießen ist wunderbar. Noch schöner ist es, den Sonnenuntergang vom Boot aus zu betrachten. Wir genießen die Aussicht auf die beiden verloschenen Vulkane, den großen und den kleinen Piton, mit einem kühlen Pitonbier in der Hand. Der große und kleine Piton sind ein Wahrzeichen von San Lucia. Und den großen Piton wollen wir uns noch näher ansehen. Perfekte Möglichkeit dazu ist eine Wanderung.
Es ist ganz schön warm und anstrengend. Die Aussicht dafür umso schöner. Wir wandern wieder hinunter und gehen zum nächsten Highlight dieser Insel. San Lucia ist eine Vulkaninsel. Da soll es überall irgendwie ein wenig brodeln. Aber man sieht es eigentlich vor allem hier bei den Sulphur Springs. Wie schmeckt es hier, Patrick? Gar nicht so schlimm. Oben stinkt es viel mehr wieder hier. Ja, der Dampf steigt wohl hoch. Der Gestank kommt nicht hier hin. Schon ein wenig nach verfaulten Eier. Es heißt, nach dem Schwefelbad sehe man 10 Jahre jünger aus. Und so spazieren wir weiter nach Soufrière. Und genießen einen weiteren traumhaften Sonnenuntergang. Heute ist Kajaken angesagt. Da heute mein freier Tag ist und Patricks zweitletzter Tag, gehen wir eine Runde Kajaken. Ganz so gut funktioniert es zwar noch nicht, aber wir haben den ganzen Tag Zeit zu üben. Zurück im Tikai und wieder einen Sonnenuntergang genießen. Aber nicht jeden Abend verbringen wir im Tikai. Das Dorf Anslerey ist bekannt für den Fish Friday. Mit Janis genießen wir hier einen super leckeren Fisch. Und der Karaoke-Abend ist auch sehr unterhaltsam. Das ist Monique. Hallo! Der letzte Abend, bevor Pede wieder abfliegt, verbringen wir im Schack bei Moni und Wolf. Heute findet die Bandprobe statt. Perfekte Unterhaltung für uns.
Die Zeit in San Lucia vergeht wie im Fluge. In der letzten Woche werde ich auf eine Strandhochzeit eingeladen. Bis spät in der Nacht wird gefeiert. Die Stimmung am Strand ist zu jeder Tageszeit total unterschiedlich. Und das macht es so spannend. Zweitletzter Tag in der Karibik. Und an diesem Tag wird der Unabhängigkeitstag von San Lucia gefeiert. Jeder, der ein Motorrad hat, fährt einmal um die Insel. Und in jedem Dorf findet Party statt. Es werden richtige Shows in den schmalen Straßen aufgeführt, was nicht ungefährlich ist. Am Abend fahre ich mit Mike und Emma in den Süden. Überall wird der Unabhängigkeitstag gefeiert. Am nächsten Tag ist es leider schon mein letzter Tag in der Karibik. Noch ein letztes Mal die wunderschöne Aussicht genießen. Und dann heißt es Abflug zurück in die Heimat und zu Patrick.